Wie schön, dass Sie alle lesen, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu Auslese, der ersten Ausgabe unserer neuen Büchersendung bei Eifel 3TV, in der wir Ihnen Menschen vorstellen möchten, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ihr Herz an die Eifel verloren haben und die die Eifel gelegentlich zum Tatort werden lassen. Den Anfang macht eine Frau, die viele von Ihnen als Krimi-Autorin kennen, aber sie ist auch in vielen, vielen anderen Genres zu Hause. Und damit Sie am Anfang unserer Sendung immer ganz genau wissen, welche Stationen unsere Gäste so in ihrem Leben hinter sich haben und was für sie wichtig ist, gibt es in jeder Sendung am Anfang den Klappentext. Der Klappentext für BB, die Frau mit den Initialen, BB, beginnt natürlich mit der Frage, wofür stehen diese Initialen, BB? Früher für Brigitte Bardot, heute für Bärbel Bücker. Ich habe gewusst, dass du das sagst. Du bist schreibend tätig, seit wann? Seit der Grundschule. Lieblingsbuch der Kindheit? Die Kinder von Bullerbü von Astrid Lindgren. Lieblingsbuch der Gegenwart? Ich liebe Elizabeth Strout, Die langen Abende. Kenne ich das? Eine amerikanische Pulitzer-Preisträgerin solltest du unbedingt lesen. Deshalb kenne ich die nicht. Ja. Das ist der erste Buchtipp heute. Wir könnten überhaupt mal eine Liste machen, weil wir uns ja die ganze Zeit über Bücher unterhalten. Da gucken wir mal, was heute so alles aufgelistet wird. Also, erste Preisträgerin haben wir schon. Was ist dein bevorzugter Schreibort, Bärbel? Mein Gartentisch in der Eifel unter einer großen Birke und grundsätzlich immer ein Tisch, von dem aus ich Blick habe in die Natur. Was ist dein bevorzugtes Schreibmittel? Der Computer. Also Bleistift nein, oder nein, Füller? Nein, der Computer. Eindeutig der Computer. Wie viele Sprachen sprichst du? Vier. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch. In welchen Sprachen schreibst du? Sag bitte Chinesisch. Nein, leider nein. Früher habe ich Briefe geschrieben auf Chinesisch. Romane schreibe ich auf Deutsch. An welches Regal gehst du als erstes, wenn du in eine Buchhandlung reingehst? Immer auf den Tisch mit den Neuerscheinungen gehe ich zu. Also selten an die Regale, immer der Tisch mit den Neuerscheinungen. Und welches Wort fischst du am liebsten aus der Buchstabensuppe? Spätburgunder. Klingt gut und schmeckt gut. Prost, liebe Bärbel. Das ist sehr Prost, schön, dass liebe Gisela. Leider ohne Spätburgunder hätte ich das gewusst. Wir haben nur Sekt, aber der prickelt ordentlich. So wohl. Schön. Also Buchstabensuppe ist natürlich die Überleitung zur Henkersmal. Das ist nämlich, liebe Bärbel, der Krimi, mit dem du bekannt geworden bist. Ein absoluter Bestseller. Wir reden gleich darüber, dass der in einer neuen Auflage jetzt erscheint. Und auch in einer neuen Aufmachung erscheint. Was erzählt die Geschichte Henkersmal? Henkersmal ja, ist ein Krimi, der in Köln spielt, so viel vorab. Es geht da um mysteriöse Todesfälle, die die Stadt erschüttern. Niemand weiß genau, was dahinter steckt. Man vermutet, dass es Nahrungsmittelvergiftungen sind, eventuell aber auch Virusinfektionen. Das weiß keiner so genau. Und der Held des Romans, der Florian Halstaff, nimmt sich des Themas dann journalistisch an. Denn er arbeitet für eine Talkshow-Redaktion im Fernsehen und er will eine Sendung machen zu dem Thema. Das ist nicht ganz so einfach, denn plötzlich wird diese Sendung abgesagt. Er erhält Drohanrufe und sein bester Freund und Vorgesetzter in der Redaktion, der stirbt aus ganz unerfindlichen Gründen. Mhm. Und das ist der Moment, wo der Florian sagt, so jetzt fange ich an und ermittle auf eigene Faust. Man kann sich so wunderbar abarbeiten an der Mutter von Florian Falstaff, Marie-Luise Falstaff, so eine etepetete, alleinerziehende, alternde Schauspielerin, die ihrem Sohn gerne Kaschmirmäntel schenkt. Das tut sie auch, obwohl er erwachsen ist. Warum hast du diese Ebene noch da reingebracht, dass sich der Florian von seiner Mutter emanzipieren muss? Also ich wollte keinen typischen Helden schaffen, ja, also keinen Kommissar, keinen Ermittler, wie wir ihn kennen, den einsamen Wolf, der die Fälle löst. Nein, ich wollte einen ganz normalen, sehr sympathischen Mann in das Zentrum rücken, der ja ein bisschen gerne isst, also auch übergewichtig ist und ein Problem mit seiner Mutter hat, wie das, glaube ich, viele Männer haben. Also er liebt sie und er hasst sie gleichermaßen, aber vor allem, das will ich noch sagen, ist es hier eine B-Linie in der Geschichte. Er versucht nämlich herauszufinden, wer sein Vater ist. Mhm. Und das ist sozusagen die zweite Story in diesem Roman. Denn seine Mutter hat ihm den Namen des Vaters bislang
verschwiegen. Wo du solche Romane schreibst, Bärbel, also wo Bücher entstehen, in denen Männer auftauchen, die Probleme mit ihrer Mutter haben, das hat zum Glück unsere Reporterin Sabine Karl herausgefunden. Zum Glück deshalb, weil das gar nicht so einfach war, durch die Matsche hindurchzukommen, um dann bei Bärbel Böker zu landen. Wir gucken uns mal an, wie das war. So, nun bin ich endlich im schönen Eifelörtchen Lind angekommen. Ich bin durch wunderschöne Eifeldörfchen gefahren. Es war wirklich eine schöne Fahrt. Hab die sehr genossen, vorbei am Radioteleskop. Und jetzt bin ich in Lind. Und jetzt wird spannend. Jetzt muss ich nämlich das Haus von der Bärbel Böker finden. Und noch nicht mal das Navi kennt den Weg. So, nachdem wir wirklich im Matsch stecken geblieben sind mit dem Auto, haben wir es tatsächlich geschafft, das Haus von der Bärbel Böker zu finden. Und werden jetzt hier von Bärbel und von Leo begrüßt. Hallo, liebe Bärbel. Hallo, liebe Sabine. Hallo, lieber Dirk. Schön, hallo, dass Leo. Ihr da seid. Ich habe schon gehört, es war nicht so einfach, es zu finden. Nee, es war gar nicht einfach. Und wie gesagt, wir sind im Matsch stecken geblieben. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten. Ihr seid ganz sicher nicht die Ersten. Kein Navi kennt diese Adresse übrigens. Nee. Und ich bin es gewohnt, unsere Freunde oder auch jeden, der zum ersten Mal hierher kommt, am Ortseingang abzuholen und hierher zu lotsen. Ja, weil sonst so, und für Leo kriegt noch ist man einfach lost in paradise. Ein Willkommensgeschenk für Leo. Zeige ich dir mal den Platz, an dem ein Großteil meiner Bücher entsteht. Vor allem im Sommer mein Lieblingsplatz. Das ist dieser Platz unter der Birke, die sicher 40 Meter hoch ist und auch genauso viele Jahre auf dem Buckel hat und vor allem im Sommer ein wunderschönes Blätterdach hat, unter dem es sich beschirmt sitzt und denken lässt, sitzen und denken lässt. Und hier habe ich unter anderem den Roman Mit 50 hat man noch Träume fast gänzlich geschrieben. Und so ist die Eifel für mich tatsächlich Inspirationsquelle, Kraftquelle, aber auch eine große Quelle ewiger Freude, wenn hier gefeiert wird. Und das machen wir tatsächlich sehr gern und immer wieder, ob im kleinen Kreis oder auch mit vielen Freunden. Wir hatten tatsächlich, klingt gut, macht auch Spaß. Und wir hatten im letzten Sommer, im August, hier eine große Party mit, ich glaube, 80 bis 100 Personen, die zu Gast waren. Und haben unter freiem Himmel gesungen zu Liedern, die der Eifel-Chansonnier Günther Hochgürtel für uns hier zum Besten gegeben hat. Und es war einfach ein ganz, ganz wunderbarer Nachmittagabend mit Wein und Sekt und Würstchen vom besten Metzger nördlich des Mainz. Der ist unten in Ahrbrück. Der macht die besten Bratwürstchen, das darf ich hier sagen. Und so hatten wir hier wirklich große Freude und viel Spaß. Bärbel, wie bist du eigentlich hierher in die Eifel gekommen? Du, das war ein Wochenendausflug vor 17 Jahren, der mich hierher geführt hat zum allerersten Mal. Und zwar hatte ich mir das Sprunggelenk gebrochen, war sozusagen dabei, wieder laufen zu lernen und hatte unfassbare Lust, einen Ausflug zu machen und habe auf die Landkarte geschaut. Und da gibt es immer diese Zeichen für schöne Aussicht. Das sind so halbe Sternchen. Und und ich fand ein solches Sternchen, habe den Finger drauf gehalten und habe gesagt, da will ich hin. Die ersten Vögel singen schon, der Frühling kommt. Der Frühling kommt und die Sonne genau, kommt ein kleines bisschen heute raus. Das gehört dazu, dass ich morgens sehr früh wach werde, weil die Vögel so ein Radau machen hier, dass ich tatsächlich um 5:30, 6 Uhr aus dem Bett komme und dann häufig hier auch schon in der Früh sitze und schreibe. Wie bist du denn ans Schreiben gekommen? Ja, da bin ich so ein bisschen hingekommen wie die Jungfrau zum Kind, um es mal so zu sagen. Ich hatte nie vor zu schreiben und es waren besondere Umstände in meinem Leben, die dazu führten. Und ich in die Fernsehbranche eingestiegen bin, in die Filmproduktion. Wir haben jahrelang PR-Filme und auch Shows produziert fürs öffentliche Fernsehen.
öffentlich-rechtliche Fernsehen und eines Tages rief mich einer der Moderatoren an, mit denen wir damals eng zusammenarbeiteten, und der sagte mir: Du Bärbel, ich komme gerade von der Buchmesse aus Frankfurt, und mich sprach eine Literaturagentin an und fragte mich, ob ich nicht einen Roman schreiben wolle, und zwar einen Roman, der im Fernsehmilieu spielt. Und ich finde die Idee super, aber es gibt ein Problem, ich kann nicht schreiben, kannst du das nicht machen? Und ich habe gesagt: Du, ich kann auch nicht schreiben, ja. Woher soll ich das können? Also ich weiß es wirklich nicht, aber ich mache mir Gedanken. Das war der Auftakt. Ich habe mir dann die Gedanken gemacht und habe ein Exposé geschrieben, eben für diesen ersten Roman Henkersmal. Verlag und Moderator waren zufrieden. Aber wie das so ist im Leben, es kommt oft ja doch ganz anders, als man denkt. Und in diesem Fall war es so, dass Verlag und Moderator sich nicht einig werden konnten. Und ich gesagt habe, ich verkaufe jetzt aber auch die Rechte nicht daran, ich behalte die Rechte bei mir. Dann verschwand dieses Manuskript erstmal in der Schublade. Und viele Jahre später habe ich mir gesagt, zu schade drum, ich schreibe es jetzt einfach weiter. Und das ist der Grund, warum die Bücher heute im Regal des Buchhandels unter meinem Namen stehen und nicht unter dem Namen des Moderators, ja? Denn da wäre ich ja Ghostwriterin gewesen. Ja, liebe Bärbel, vielen Dank, dass wir deine Gäste sein durften, und wir freuen uns auf eine Fortsetzung, vielleicht mit dem neuen Roman, irgendwann mal hier wieder. Mhm. Ja, und wir sehen uns im Studio wieder. Sehr gerne, vielen Dank. Und wir sehen uns im Studio wieder. Und wie gut, dass Sabine Karl den Ort gefunden hat, an dem die Bücher von Bärbel Böker geschrieben werden. Es war ja nicht so einfach. Wir kennen aber jetzt auch den Platz, an dem hunderte Fans Günter Hochgürtel zugejubelt haben. Und jetzt kommen noch ein paar weitere Millionen Fans dazu, denn Günter Hochgürtel ist heute bei uns bei Eifel 3 TV in der Sendung Auslese. Ich darf sein Buch schon mal in die Kamera halten, Landlust. Der Mann kann nämlich nicht nur singen, der kann auch schreiben. Der hat unglaublich viele Talente auf Lager. Herzlich willkommen, lieber Günter Hochgürtel. Wir applaudieren stellvertretend für die Millionen jetzt so in Corona-Zeiten, wie man das so macht. Und Sabine, du darfst übernehmen. Ich halte weiterhin freundlich guckend die Landlust in die Kamera. Ja, herzlich willkommen, lieber Günther. Eifel, Troubadour, Liedermacher. Und wir freuen uns sehr, dass du den Weg hierhin gefunden hast aus Nettersheim. Wie ist für dich im Moment diese Zeit als Chansonnier, als Liedermacher, diese Zeit ohne Auftritte? Ja, die ist natürlich hart, würde ich sagen, ne? Also wenn man so 70, 80 Konzerte im Jahr hat und dann auf null, dann hat man schon ein bisschen Langeweile. Ne? Man kann es ein bisschen ausgleichen, indem man neue Songs schreibt und indem man ein bisschen probt. Ich habe mir Geige drauf geschafft jetzt ein bisschen. Aber das Publikum kann man nicht ersetzen. Und selbst wenn man jetzt im vorgerückten Alter ist wie ich, dann will man da nicht drauf verzichten. Man möchte es so lange machen, wie es irgendwie geht. Und ich hoffe wirklich inständig, dass es im Sommer wieder weitergehen wird. Günther, auch wenn dein Alter vorrückt ist, wir lieben dich natürlich trotzdem, Sabine und ich. Und ich komme schnell rüber zu dir, Sabine. Komm du zu mir. Er hat ja gerade erwähnt, dass er alte, also neue Lieder schreibt. Ich habe mir aber ein altes Lied von ihm am Anfang gewünscht. Das kennst du. Und umso mehr freuen wir uns auf den Auftritt jetzt. Er hat einen Auftritt und wir dürfen den genießen. Wir dürfen mitsingen. Oh, Günter Hochgürtel, 1 Million Menschen sehen ihn jetzt in der Auslese bei Eifel 3 TV. Schön, dass du da bist, Günter. Vielen Dank. Das Lied heißt "Und doch muss ich weiterziehen". Ich bin schon viel zu lange unterwegs, weiß nicht mehr, wann's angefangen hat. Wie ein Vagabund streif ich seither herum, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Ich hab in so viel fröhliche Gesichter geschaut, weshalb mir nie ein Weg zu weit erschien. Mal hat mir keiner zugehört, mal war es viel zu laut. Und doch
muss ich weiterziehen. Ja, ja, und doch muss ich weiterziehen. Ich bin schon viel zu lange unterwegs und mir tun manchmal alle Knochen weh. Meine Haare sind inzwischen grau, so grau, macht keinen Spaß, wenn ich in den Spiegel seh. Warum tust du dir das an? Fragen mich die Leute schon. Wäre langsam an der Zeit, nach Haus zu gehen, sich mal um den Garten kümmern und um den Enkelsohn. Und doch muss ich weiterziehen, ja, ja, und doch muss ich weiterziehen. Ich bin schon viel zu lange unterwegs, weiß Gott, und du, mein Weib, bliebst oft allein zurück. Glaub mir, von all den Blumen am Wegesrand hab ich nicht auch nur eine einzige gepflückt. Ich war dir keine Stütze, war dir kein starker Arm, meine Lieder wegen hast du mir verziehen. Du weißt, ich war in meinem Herzen immer nur bei dir, und doch muss ich weiterziehen. Ja, ja, und doch muss ich weiterziehen. Wenn der Teufel irgendwann mal meine Seele will, sag ich zu ihm, nur Geduld, mein Freund. Ein letztes Glas gestatte mir, dazu ein letztes Lied. Und dann können wir weiterziehen. Ja, ja, und dann können wir weiterziehen. Und dann können wir weiterziehen. Ja, ja, und dann können wir weiterziehen. Da 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 da. Vielen Dank, Günther. Gerne. Das war übrigens Giselas Lieblingslied. Wollte ich eben nicht verraten, aber jetzt wissen es alle. Kurz mal zu deinem Buch, Die Landlust. Kannst du uns mal kurz was da über den Inhalt erzählen? Ja, es ist eine Geschichte, die ich selber erlebt habe als junger Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger in den 80er Jahren, wo ein ganzes Dorf dagegen opponiert hat, dass ein Bordell im Dorf ansässig macht, und die haben dann sich immer auf die Einfahrt gesetzt, wo es zu dem Etablissement ging, und haben die Leute fotografiert, und es gab eine Menge Zoff im Dorf, und die Geschichte fand ich immer so toll, habe ich gedacht, irgendwann schreibst du ein Buch darüber, und das habe ich dann auch gemacht. Also lesenswert, lustig, eifelmäßig, lustig und ja, sehr unterhaltsam. Wir freuen uns auch auf dein Buch und schalt's doch mal in die Kamera und gehen jetzt wieder zu Gisela und zur Bärbel rüber. Ich habe das Buch Landlust von Günther Hochgürtel gelesen. Es lohnt sich wirklich sehr, meine Damen und Herren, genauso wie natürlich auch die Bücher von Bärbel Böker. Wir haben über Henkers mal schon gesprochen. Es kommt in einer neuen Aufmachung heraus am 7. Juli, das am 7. April, danke, am 7. April, das ist das Alte, das ist das Neue, das Alte vergessen wir, das ist das neue Cover, Henkersmal. Und, Bärbel, wir haben kennengelernt, die pure Idylle, in der du schreibst, in der Eifel, in diesem kleinen Haus in Lind, da ist auch das Buch Mit 50 hat man noch Träume entstanden. Ein, wie ich finde, noch schöneres Buch, ist natürlich ein völlig anderes Genre als der Krimi. Und da muss man dann mit der Sinologin Bärbel Böker drüber sprechen, denn also ich finde das so wahnsinnig, dass du Chinesisch sprichst.
du schreibst noch nicht auf Chinesisch, hast du uns erzählt, aber du kannst sehr gut Chinesisch. Hast du in China gelebt? Ja, also zum einen war ich mehrfach in China, allein aus Studiengründen in den 80er Jahren. Und zum anderen habe ich dort studiert. Mhm. Die längste Zeit in Taiwan, in Taipei. Und da habe ich mit Chinesen zusammengelebt in einer Wohngemeinschaft und wirklich erleben dürfen, was es heißt, mit Chinesen, mit einer fremden Kultur in Kontakt zu kommen und auch selber fremd zu sein in einem Land. Also das ist eine Erfahrung, von der ich heute noch zehre und die mich auch sicher sehr geprägt hat. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die auch die chinesische Familie in deinem Buch macht. Das Buch von vier Freundinnen, die was tun in der Eifel? Ja, also sie mischen, im Grunde genommen mischen sie die Eifel auf. So viel kann man schon mal verraten. Ja, sie mischen die Eifel auf und sie werden auch aufgemischt. Also es sind vier Frauen um die 50, die wirklich noch mal ganz von vorn anfangen. Die sagen sich, sie wagen einen Neustart und das Schicksal spielt so ein bisschen ihnen in die Arme. Sie übernehmen ein Restaurant in dem schönen Ort Altena und ja, und da sind sie erstmal natürlich ganz fremd, denn sie sehen anders aus, sie verbreiten anderes Gedankengut, ich darf sagen durchaus auch feministisch-philosophisches Gedankengut und ja, das ist etwas, was diese eingeschworene Dorfgemeinschaft in der Form nicht kennt. Mhm. Also man begegnet ihnen mit Skepsis und als sich diese Frauen dann auch noch mit einer chinesischen Großfamilie anfreunden, die nämlich nebenan ein China-Restaurant betreiben, da wird es dann wirklich prekär. Und Fakt ist in diesem Buch, dass die Hälfte der Bevölkerung sie eigentlich wirklich alle wieder gerne in Köln sehe. Mhm. Und die anderen aber doch die Nähe suchen und den Austausch suchen. Und letztendlich gelingt es diesen vier Frauen, die Angst vor dem Fremden, die Angst vor fremder Kultur, vor fremdem Gedankengut zu knacken und gemeinsam mit den Chinesen eine Toleranz zu schaffen in diesem Ort, die vorher so noch nicht da war und auch ein Flair von Weltoffenheit dort zu implementieren. Und dieser Appell an Weltoffenheit könnte vielleicht die Botschaft des Buches sein? Ja, die Botschaft des Buches ist also zum einen ganz klar, habt keine Angst vor einem Neuanfang, das lohnt sich immer. Und das Zweite ist, das Fremde ist gut, das Fremde ist spannend. Wir können alle ganz viel davon profitieren, auch in der Eifel. Ja. Es gibt so viele schöne, kluge Sätze in diesem Buch. Gibt es eine chinesische Weisheit, die du verinnerlicht hast? Ich muss einen Moment nachdenken, aber ja, doch, es gibt sie. Das ist die Weisheit, die lautet so, wenn du einen grünen Zweig im Herzen trägst, dann wird sich ein Singvogel darauf niederlassen. Ja, das heißt also, wenn du der Hoffnung den Boden bereitest, dann wird viel Schöneres passieren, als du es dir überhaupt jetzt vorstellen kannst. Das wäre ein schöner Spruch, den man auf so ein Lesezeichen schreiben könnte. Dein Buch, so wie alle guten Bücher, gibt es natürlich in allen guten Buchhandlungen. Dazu gehört die Buchhandlung Lesezeichen in Rötchen. Da gibt es natürlich auch die Bücher von Günter Hochgürtel, auch die CDs von Günter. Und ich fand es sehr schön, diese Buchhandlung kennenzulernen und vor allen Dingen dort Hildegard Semrau zu treffen. Also eine feste Rubrik bei unserer Sendung Auslese, das sind die Lesetipps der Buchhandlung Lesezeichen in Rötchen. Da sind nur Fachfrauen am Start. Das finde ich auch ganz schön, darüber müssen wir dringend reden. Hildegard Semrau ist nämlich eine von diesen Frauen. Warum seid ihr hier nur Frauen? Was heißt hier nur? Also warum sind Sie so viele tolle Fachfrauen? Weil sich das einfach so gefügt hat. Die beiden Inhaberinnen, Claudia Küpper und Rose Blatz-Ommer, hatten halt 92 die Idee, ja, so einen Laden ins Leben zu rufen, waren ja auch beide fachfremd, haben mich dann mit ins Boot geholt. Sie suchten jemanden als Aushilfe, der aber vom Fach war. Ich bin Buchhändlerin. Und dann haben wir 93 im Mai den Laden eröffnet, zuerst auf der Bundesstraße und sind dann 96 umgezogen nach hier in die Hauptstraße. Und seid ihr treue Kunden. Und es ist so eine richtige Buchhandlung, in der man, du kommst rein und fühlst dich wohl. Das finde ich so schön. Sie haben eine tolle Mischung hier geschafft. Ja. Gibt es hier auch Kaffee aus? Das gibt es auch. Das merkt man nämlich auch sofort. Kaffee, ne? Und Kaffee. Tee und ja, so ein bisschen
Wohlfühlcharakter. Wir bieten ja auch an abends im Lesezeichen, wo sich die Kunden einschließen lassen können und in Ruhe stöbern können. Super. Und der Kunde kann es sich hier gut gehen lassen und mal in Ruhe in die Bücher reinkaufen und dann eben reingucken und dann auch kaufen. Wir haben uns gedacht, wir machen immer einen Tipp aus dem Lesezeichen, also einen Literaturtipp, kann sein, was auch immer. Sie haben sich für heute was ausgesucht, was, also ich finde, es passt wunderbar jetzt in die Zeit, weil wir alle darauf hoffen, dass es so ganz, ganz langsam wieder losgeht mit dem Reisen. Hildegard, Sie greifen zum Buch, das uns alle natürlich beglücken soll. Genau, ich halte es mal kurz in die Kamera. Und in das wir das Lesezeichen natürlich reinstecken sollen. Ja, jetzt. Ich habe kurz überlegt, was ich heute vorstellen möchte, und ich finde, ja, in diesen merkwürdigen Zeiten, irgendwie muss Perspektive her, es muss Sehnsucht befriedigt werden, die ja aufkeimt bei jedem. Und ich habe mich für ein Buch entschieden, Campingglück. Das ist ein Reiseführer der besonderen Art, wo außergewöhnliche Campingplätze in Deutschland vorgestellt werden. Auch unsere Eifel ist vertreten mit zwei Plätzen oder drei. Welche? Welche sind drin? Ich glaube, hinter Monschau ist einer drin. Dann ist einer drin. Wir können mal gucken. Ich glaube, den in Woffelsbach. Weiß nicht, wer. Weil das Schöne ist, die sind nach Bundesländern vorne auch sortiert, sodass man auch direkt gucken kann, wie viel Zeit habe ich, wo könnte ich mal hin, was würde mich reizen. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir hier in der Ecke Perlenau, hinter Monschau. Dann haben wir in Schleiden einen drin und wir haben... Genau, und dann geht es Rheinland-Pfalz, da ist die Vulkaneifel da noch drin. Das ist ein Buch von, jetzt gehe ich in die Knie, Björn Stamm. Was muss man über den wissen? Das ist ein Hamburger Autor und er ist beim Fernsehen Redakteur, hat früher als Kind halt viel Campingurlaub gemacht in Ferienfreizeiten, war dann aber natürlich in Hamburg, Schleswig-Holstein oft bei schlechtem Wetter unterwegs. Ist danach, dann hat er sich gedacht, lieber so schön Wettercamper und hat sich mit seinem VW-Bulli und seiner Familie dann auf den Weg gemacht und besondere Campingplätze besucht in Deutschland, aufgesucht, aufgespürt. Davor hat er auch noch einen Film gedreht über englische Campingplätze, besondere, hat darüber auch ein Buch herausgegeben. Und dann ist eben die deutsche Ausgabe erschienen vor 3 Jahren und jetzt nochmal aktualisiert mit ganz neuen Plätzen und neuen Tipps. Also wenn man begeisterter Camper ist, ist Campingglück genau das Richtige, vor allen Dingen hier. Tolle Bilder. Ja. Also bis Campingplätze in der Großstadt, in Berlin, dass man in ausrangierten alten Wohnwagen übernachten kann, also auch spezielle Sachen, Baumhäuser, Tipizelte, alles ist möglich und ja. Und Ihr Lesezeichen steckt bei Freude den Hütten. Das ist ja interessant. Genau, das ist in Berlin. Hüttenpalast Berlin. Hildegard Semrau, Campingglück, 80 außergewöhnliche Plätze in Deutschland. Sie dürfen es wieder in die Kamera halten. Vielen Dank für diesen Lesetipp aus dem Lesezeichen in Rötchen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, und nächstes Mal sind wir auch wieder hier für die Auslese im Lesezeichen in Rötchen. Danke. Und im Lesezeichen Rötchen sind Bärbel Bökers, ich habe sie gesehen, Bärbel Bökers Bücher stapelweise. Bärbel, dein ganz aktuelles Buch. Also wir haben gesagt, nochmal, Henkersmal kommt am 7. April neu auf den Markt in einem neuen Umschlag. Was ist das ganz, ganz neue Buch? Das neue Buch ist noch nicht fertig, da schreibe ich noch dran. Das wird im April nächsten Jahres erscheinen. Und da geht es um ein Thema, das wirklich ganz aktuell ist und jeden von uns tangiert, berührt. Es geht um das Thema Mobilität, also Energiepolitik, auch Geopolitik. Und da wird am ganz großen Rad gedreht, denn es gibt globale Interessen, die vorhanden sind, beleuchtet werden von einer Eifel-Kommissarin, einer Frau um die 50, die wirklich viel weiß und so viel Mut hat, in diese internationalen Strukturen hineinzugehen, ohne Angst, und dann auch herausfindet, warum Menschen sterben müssen und was das große Interesse großer Wirtschaftskonzerne und der großen Regierungen oder der namhaften Regierungen hier in unserer Welt ist, was alles dahinter steht.
Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit diesem neuen Buch. Ich bedanke mich sehr bei dir, Bärbel, dass du bei uns gewesen bist. Ich danke schön, dir. Schön, ja, dass du da warst. Die nächste Sendung wird mit Steffen Kopetzky hier sein. Dann stellt er sein Buch Monschau vor. Wir lehnen uns jetzt zurück, Bärbel Böcker und ich, und genießen ein weiteres Lied von Günther Hochgürtel. Lassen Günther noch mal auf uns wirken. Es ist auf Eifeler Platt, du lieber Jott. Also du musst es uns erklären, zumindest mir, lieber Günther. Ich bin sehr gespannt, gemeinsam mit Bärbel. Wahrscheinlich ist Sabine diejenige, die simultan übersetzen könnte. Aber wir hören es uns jetzt mal an in deiner Fassung. Dankeschön. Ja, es ist ja so, dass die jüngere Generation nicht mehr so viel Eifeler Platt spricht. Und das finde ich sehr schade. In anderen Regionen ist das ganz anders, in der Schweiz zum Beispiel oder in Süddeutschland. Und ich wollte dem Trend wieder was entgegensetzen und habe gedacht, jetzt schreibst du mal wieder ein paar Lieder in Eifeldialekt. Und vor allen Dingen verwendest du dabei Begriffe, die auch was mit Eifeldialekt zu tun haben. Also nicht anders als der Kollege Niedecken mitunter, der Begriffe der Alltagssprache mehr verwendet. Also, und ich habe einen Begriff rausgesucht, der heißt der dritte Plück. Und der dritte Plück ist sowas wie der zweite Frühling. Also es kommt von Pflücken. Also wenn man dreimal von einem Baum pflückt im Jahr, dann ist es eher ungewöhnlich. Und das ist ein Lied, das noch nicht veröffentlicht worden ist. Und das habe ich letztes Jahr geschrieben und es geht so. Wenn der Mensch mit 60 Uhr sich verändert und sing hoch, plötzlich glüht er schwarz wie ne Zigeunerfärf. Wenn er auch noch wie ne Jeck durch de Büsch rennt und entdeckt, dass er Marathon noch locker laufen könnt. Dann sagen die Leute bei uns, hey, was ist mit dem dann los? Da ist bestimmt Frau Mensch mit im Spiel. Und sie schütteln im Kopf und denken, ist der Kerl bekloppt, der jährt sich besser in Veränderung. Denn du drehst die Zeit nicht zurück. Auch wenn du denkst, du wärst im dritten Glück. Du bist so alt wie du bist, lebe jung. Und ich lebe mit mir, du bist nicht mehr jung. Wenn ein Mensch mit einem Bein an dem Grab steht und trotzdem sich im Internet eine neue Frau bestellt. Wenn er meint, so junges Ding, das wäre das Richtige für ihn. Mit einem blauen Pilzchen kriegt er das schon hin. Dann sagen die Lupius, Joss ist der doch ne Schuss. Da der Mädchen, das der einem lädt. Mensch, wie kann man so jetzt tun? Das kann doch nicht gut sein. Der jährt sich besser in Veränderung. Denn du drehst die Zeit nicht zurück. Auch wenn du denkst, du wärst im dritten Glück. Du bist so alt wie du bist, lebe jung. Und ich lebe mit mir, du bist nicht mehr jung. Wenn eine Frau gerade in Pension bei sich denkt, wär doch schön, wenn mein Brust immer rührte wär. Wenn sie sich auch noch de Fut und de Visage für schönere lädt, also quasi eine runde Neuerung. Dann sahen die Lück bei uns, die hätt doch et Schauserus, die sorgt doch für ihr Alter noch Jodus. Die Frau ist garantiert, ihr Löffel lang verschangeliert, mit ihrer aufgespritzte Plastikbrust. Denn du drehst die Zeit nicht zurück. Auch wenn du denkst, du wärst im dritten Glück. Du bist so alt wie du bist, leb Madame. Und ich lebe mit mir, du bist nicht mehr jung. Du drehst die Zeit nicht zurück. Auch wenn du denkst, du wärst im dritten Glück. Du bist so alt wie du bist, leb Madame. Und ich lebe mit mir, du bist nicht mehr jung.
Vielen Dank. Günther, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Bärbel Böker, vielen Dank, dass du hier warst. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich sehr darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen, dann mit Steffen Kopetzky und seinem neuen Roman Monschau. Bis zum nächsten Mal. Danke.